Die Giovanni, die Nekromanten unter den Vampiren. Gebürtig in Italien, vor allen Dingen Venedig, sind die Giovanni eine alte Familie, die schon lange bevor sie dazu überging, Vampire zu sein, dort als Händler aktiv war und im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert rum tatsächlich von Cappadocio selbst zu Vampiren gezeugt wurden, vor allen Dingen angeführt von Augustus Giovanni, der dann das Ganze in seine Familie aufnahm. Die Giovanni sind heute in den modernen Nächten unabhängige, ordnen sich keiner Fraktion im Dschihad, im Kampf Camarilla gegen Saba zu, sondern halten sich da eher raus, sind bedacht auf ihr eigenes Wohl, ihre eigene Macht und ihr eigenes Geld. Denn die Giovanni sind schon seit langen Nächten sehr, sehr erfolgreich als Händler. Die Wurzeln in Venedig sind dafür optimal. Sie haben quasi den großen Boom der mittelmeerischen Handelsphase komplett ausgenutzt, um viel Geld anzusammeln. Wenn es um vampirische Dinge geht, erkennt man die Giovanni als erstes daran, dass sie in ihren Fähigkeiten etwas können, was sonst kein Clan kann: mit den Toten reden. Die Toten wiedererwecken, ihre Geister rufen. Die Giovanni sind tatsächlich dazu in der Lage, die Geister von Toten zurückzuholen. Es zählt unter Giovanni sogar als angemessen, dass ein Giovanni, der stirbt, sich hinstellt und nach seinem Tod wieder mit der Familie Kontakt aufnimmt als Geist und man weiter zusammenarbeitet, denn dafür ist man ja Familie. Wenn man die Giovanni mit einem Stereotyp beschreiben will, passt dazu wohl am ehesten die italienische Mafia, denn damit kann man sie ja echt immer rüberbringen. Macht fixiert, aufs eigene Geld aus, arbeiten als enger Clans- und Familienverbund zusammen. Giovanni hat sogar das Vorurteil, sie seien ein bisschen inzestuös. Sie züchten sich selbst als Linie weiter, sorgen dafür, dass Menschen sich passend weiterzüchten, dass man die stärksten Individuen bekommt, die dann zu Vampiren gemacht werden. Und die meisten Giovanni müssen auch in der Familie erstmal als Ghoul einige Zeit sich verdient machen und beweisen, dass sie es wert sind, überhaupt Vampir zu werden. Was ihre Schwäche angeht, nun, bei den meisten Vampiren sieht es so aus, dass, wenn sie einen Menschen beißen, dieser das sehr schnell anfängt zu genießen. Ist eine Art, ja, Wohlgefühl ist, was entsteht. Bei den Giovanni ist das nicht so. Ein Biss der Giovanni tut immer weh und keiner wird gerne von ihnen gebissen. Was ihr Leben durchaus schwieriger macht, denn die Blutbeschaffung ist etwas, wo man, ja, eine Herde sich aufzubauen, die sich freiwillig beißen lässt, obwohl es weh tut, ist nicht immer so einfach. Da müssen die Giovanni sehr, sehr gut aufpassen. Außerdem solltet ihr einen Giovanni nie nach seiner Historie fragen. Die meisten Giovanni sprechen nicht gerne drüber, denn man sagt ihnen nach, sie hätten ihren Erzeuger, ihre Wurzel, den Clan der Kappadokianer, komplett vernichtet. In Kappadokien selbst ging zurück, soweit die Gerüchte es besagen, auf die Vorsintflutlichen. Er war einer von ihnen, einer der dritten Generation. Und seine Seele wurde ihm von Giovanni ausgesaugt. Er wurde vernichtet. Und nach ihm sein gesamter Clan. Etwas, was die Giovanni vor allem darauf schoben, dass es notwendig war, weil Cappadocius ein bisschen verrückt wurde. Aber es ist auch etwas, wo sie nicht gerne drüber reden, weil er gibt schon gerne zu, dass er den ganzen Clan vernichtet hat, um seinen eigenen an die Macht zu setzen. Trotzdem bleiben die Giovanni. Sie halten sich. Wie gesagt, sie greifen den Dschihad nicht ein. Sie mischen nicht mit im Ränkespiel zwischen Camarilla und Sabbat, sondern halten ihre eigene Machtposition. Sie interagieren mit beiden Seiten, klar. Es gibt viele Geschäfte, die man machen kann. Viel, was man erreichen kann, indem man, ja, mal hier mit jemandem von der Camarilla und da mit jemandem vom Sabbat zusammenarbeitet. Aber die Giovanni sind immer diejenigen, die als erstes sagen würden: Das ist euch wichtig, ja, ist okay, aber wir knien uns dafür jetzt nicht rein. Geschäft lohnt sich nicht, gehen wir halt wieder. Die Giovanni sind Geschäftsleute. Sie glauben an eine Sache und das ist das Geld und die eigene Familie. Beides gehört zusammen. Ein Giovanni ist niemals ein Individuum. Ein Giovanni geht niemals los und würde alleine irgendwo leben, sondern ein Giovanni arbeitet immer mit der Familie. Selbst wenn nur ein Giovanni in der Stadt ist, könnt ihr sicher sein, er hat Kontakt zu seiner Familie und er ist da auf Geheiß der Familie, denn Familienband hält die Giovanni nun mal zusammen.